Also, da ist ein bisschen schwierige Frage. Ich bin der Meinung, es ist viel besser ein Kinderzahnarzt, weil klar, wenn man allgemein Zahnarzt ist, kriegt man eine Ausbildung in der Uni, die was Kinder angeht. Aber in die Tiefe geht man nicht. Und es gibt ganz vieles, was man verpassen kann, ohne irgendwie was Böses machen zu wollen. Aber es gibt bestimmte Techniken oder bestimmte Behandlungen, die einfach ein Kinderzahnarzt besser machen kann an den Milchzähnen als, ein allgemeiner Zahnarzt. Plus Behandlungen, die, was zum Beispiel vor Narkose angeht und so weiter, das sollte auf jeden Fall ein Kinderzahnarzt machen. Der ist auch, es ist einfach, der macht viel häufiger diese Art von Behandlungen und das macht es einfach in gewisser Art besser. Nee, also es ist aber auch wie Wurzelkanalbehandlungen. Der ständig Wurzelkanalbehandlungen macht, dann ist er auch viel besser, viel schneller, aber auch gut. Nee, das ist auch, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das ist auch eine Kunst, die Kinderzahnheilkunde. Man muss das können, man muss diese Fantasiewelt muss man kennen, man muss wissen, wie man mit dem Kind umgeht, wie macht man die Behandlung. Das ist so schön, dass es Spaß macht, dass das Kind das nicht mitkriegt. Das kann ein Kinderzahnarzt zu 100%. Nee, und wenn man halt will, dass vielleicht der Kind hat Probleme schon sowieso mit Ärzte, dann direkt zum Kinderzahnarzt, weil der wird einfach wissen, wie man mit solchen Kindern einfach eine gute Behandlung problemlos durchführen kann. Von daher schon. Kinder zum Kinderzahnarzt.